Yo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder mit einem neuen Vlog auf meinem Kanal und heute fahren wir die Aprilia von Nick. Die war schon mal in einem Video dabei, ich glaube das war sogar mein erstes Video. Nick fährt heute mit meiner Dreckskarre und ja, ich bin selber seine Aprilia noch nicht so oft gefahren. Das ist die Aprilia, wo wir den Leowinds TT rangemacht haben und den Auspuff auch entrostet haben. Der war schon mal in einem Video dabei, wie gerade eben gesagt. Die läuft so circa, ich glaube 80 läuft sie. Wo bleibt er denn? Jo, der Spiegel ist ja komplett scheiße eingestellt. Auf jeden Fall, wie im letzten Video schon gesehen, die blaue Karre ist entdrosselt. Die war per CDI gedrosselt und heute fahren wir halt ein bisschen mit der Aprilia von Nick. Ich habe zwar keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, da blinkt immer die Tankanzeige, blinkt immer ein Stück. Na, egal, da wird schon nichts passieren, hoffe ich. Das ist echt lustig. Also diese blaue kleine Karre, die ist echt lustig, sage ich euch, wie es ist. Aber die von Nick, die Karre, die geht auch echt richtig gut. Zwar jetzt nicht so gut wie meine Speedfight, aber die läuft auch echt richtig gut. Und ja. Also so auf Geraden läuft die 75, vielleicht sieht man es. Ja, 75. Und was ist das? Das blinkt die ganze Zeit. Ich hoffe nicht, dass es irgendwas Schlimmes ist. Während dem Video werden wir wahrscheinlich auch die Rolle wechseln. Und ja. Ich finde sogar, dafür, dass die Sim Flash, also die blaue, keinen Sportauspuff hat und komplett original ist, läuft die echt brutal schnell. Kommt aber auch, glaube ich, davon, dass sie keine Verkleidung hat und so leicht ist. Die wiegt, glaube ich, gerade mal knapp 60 Kilo, also so viel wie eine Booster. Auch am Berg ist sie richtig, richtig schnell und das ist richtig geil. Aber was ich richtig scheiße finde bei seiner Aprilia, man hört das Knallen. Man hört das Knallen vom Auspuff gar nicht so arg. Deswegen, ja. Aber so. Im Großen und Ganzen lohnt sich echt, die Aprilia zu holen. Es war sehr teuer. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen. Die ist auch in eBay drin. Für, glaube ich, bisschen mehr wie 1K. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ja, jetzt würde ich sagen, jetzt geht es gleich weiter mit Ding, mit meiner blauen. Also die Wheelies werden einigermaßen besser, sind jetzt zwar noch nicht komplett perfekt, aber ja, ich bin am Üben. Wenn ich weiter übe, werden die auf jeden Fall besser.
Und falls immer noch jemand Interesse hier an dem hässlichen, aber geilen Roller hat, einfach gerne auf Insta eine Nachricht oder einfach in die Kommentare schreiben. Dann kann man da safe was abchecken. Ja. Also ihr seht schon, auf Geraden, gute 80 gehen mit dem Ding. Und die hört sich auch echt nicht schlecht an, von daher. Ja. Ich würde sagen, wir fahren nochmal auf eine kleine abgesperrte Strecke. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, kurze Unterbrechung. Ich zeige jetzt mal ein bisschen was hier von dem Ding, von dem Roller. Keine Ahnung warum, aber ist ein 19,5 mm Vergaser. Ganz normaler 50 Kubikzylinder. Hier zum Beispiel ist richtig geil bei dem Roller, kann ich kurz zeigen. Muss ich wieder Zündung anmachen. Richtig geil. E-Start hier unten. Bremse ziehen. Bisschen Gas geben. Und auf einmal ist er an. Richtig geil. Dann Sportluftfilter. Ob man das Sportluftfilter nennen kann, weiß ich nicht. Aber ja, geht. Geht auf jeden Fall richtig klar. Dann hinten LED-Licht. Genau hier ist die CDI. Hier habe ich das Ding entdrosselt. Dann ganz normaler Auspuff. Passt jeder Speedfight-Auspuff bzw. jeder stehende Auspuff hin. Habe ich schon ausprobiert. Ja, ist wie eine Speedfight. AC. Also luftgekühlt. Dann hier vorne ist noch ein bisschen Ding. So ein paar elektronische Sachen. Dann hier gibt es einmal dieses Gerät. Wenn ich hier drauf drücke, sieht man jetzt zwar nicht so arg, aber geht hier diese LED an. Sieht man nicht, aber geht an. Also da gibt es einmal normal an, dann blinkend und noch schnell blinkend. Das steckt hier. Dann, wenn man das einfach aufmacht, hier ist auch noch Ding verbaut. Eine LED-Leiste, die kann man hier reinkleben und dann leuchtet die grün. Kann ich mal ein Bild einblenden, wie das aussieht. Beziehungsweise ich blende ein Bild ein, wie die komplett leuchtend aussieht. Ja, und mehr gibt es eigentlich nicht zu erklären. Hier Hupe und ganz normales Fernlicht und Ding, normales Licht. Sonst vorne, vorne auch noch LED-Licht, dann kann ich hier auch noch das Fernlicht. Da sieht man zwar keinen Unterschied, aber scheißegal. Und sonst halt normale LED-Blinker. Hier unten auch LED-Blinker. Und sonst gibt es nicht mehr zum Erklären. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind jetzt, ich sag jetzt mal, an einer bisschen abgesperrten Stelle. Ist doch nur ein Gehweg. Sag ich jetzt mal. Aber ihr seht es wahrscheinlich schon. Ja, ich bin ein bisschen dreckig. Und ihr seht auch die Spur wahrscheinlich. Boah, das ist so geil. Es ist einfach so geil. Guckt euch die Spur an. Es ist zwar nicht ganz einfach, aber es macht Bock wie Scheiße. Boah! Yo, ich bin weggerutscht.
Also es ist wirklich nicht einfach, auch Videos mit denen zu machen. Ich kann es jetzt zwar noch nicht so gut. Ich probiere es, aber es ist echt schwer. Ich gebe mein Bestes. Es ist so schwer. Oh, und da meine Hand fault gefühlt ab, wenn ich hier Gas gebe, weil der Gaszug so schwer ist. Es ist so schwer. Das Driften, es macht so Bock. Boah, meine Hand tut so weh. Boah, ist brutal. Und schnell ist er dazu auch noch. Boah, mir ist Dreck ins Maul geflogen. Boah. So scheiße. Was macht der da eigentlich da vorne? Oh. Bisschen überdreht. Und ja, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke und checkt meinen TikTok ab. Und bis dahin, bis zum nächsten Video. Peace.